Hallo zusammen, heute machen wir Höhlenmenschen-Steak. Und zwar Caveman Ribeye, um genau zu sein. Ihr wisst, was das bedeutet. Es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Und für unsere heutige Caveman-Version habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Ich habe gedacht, ich probiere das Ganze mal auf Bambuco. Das ist die Holzkohle von Mac Briquette. Und bisher hat mich bei den Caveman-Videos eigentlich immer gestört, dass wenn man das auf normaler Holzkohle macht, dass immer etwas von der Holzkohle an deinem Fleisch kleben bleibt. Also habe ich gedacht, das hier ist cooler, weil die sind ja eben. Und wenn man die einfach nebeneinander legt, dann dürfte das eigentlich sehr gut funktionieren, dass man eine gerade Fläche hat. In der Zwischenzeit habe ich noch mit ein paar anderen Leuten geredet und der eine hat den Tipp gegeben, Caveman nur noch auf Holz zu machen. Und das fand ich im Nachhinein so geil, die Idee, das werde ich demnächst auch mal ausprobieren. Bis dahin zeige ich euch mal hier ein sensationelles Ribeye von Adler Gourmet und zack, ist es auch schon ausgepackt. Dazu etwas Salzspray, das probiere ich heute zum zweiten Mal aus. Einfach das Fleisch damit besprühen und dann auf die durchgeglühten Bambuco-Scheiben legen. Das Ganze lassen wir dann 3 Minuten drauf grillen und dann müssen wir das Steak ein bisschen runternehmen. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall etwas mehr Bambuco-Holzkohle nehmen. Den Tipp kann ich euch jetzt schon geben. Auch wieder etwas Salzspray oben drauf tun. Dadurch, dass das Steak ja kalt drauf kommt, hat man das Problem, dass die Holzkohle auch etwas abkühlt. Deshalb muss ich das danach erst wieder ein bisschen durchziehen lassen und den Garvorgang kurz unterbrechen. Beim nächsten Mal einfach ein bisschen mehr davon nehmen, damit man genug Zeit hat, einfach noch ein bisschen was daneben zu legen. So, auf jeden Fall das mit dem Durchziehen habe ich dann gemerkt, wenn man es dann durchgezogen hat und hat es nochmal draufgelegt und hatte genug Hitze, dann funktioniert das eigentlich, man glaubt es kaum, verhältnismäßig gut. Nach ein paar Minuten, das jetzt geschickt geschnitten, zack, muss man sogar aufpassen, dass einem das Ding irgendwann nicht verkuckelt. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren, Caveman-Style. Ja, jetzt zum Garziehen noch nach oben legen. Und dann gucken, dass man es beim gewünschten Gargrad runternimmt. Ich hätte es jetzt durchaus 2 Grad früher runternehmen können. Es ist eher Medium als Medium Rare, obwohl ich es hier nochmal eingepömpelt habe. Aber im Großen und Ganzen, geschmacklich gesehen, ist das jetzt gar nicht so ein riesengroßer Unterschied wie zu anderen Garmethoden, muss ich jetzt fairerweise sagen. Deshalb werde ich unbedingt mal die Holzvariante ausprobieren. Das Fleisch an für sich von der Qualität her ist ein Traum. Gleich noch schön Pfeffer drüber und gut ist. Wir können uns das jetzt mal angucken. In der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst, einen Kommentar unten drunter schreibt und gerne auch meinen Kanal abonniert, falls ihr noch kein Abonnent seid. Hier noch etwas Steakpfeffer oben drüber. Großartig. Geiles Stück Fleisch. Ich fahre nochmal für euch dran vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch bei Facebook besucht und bei Instagram. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.